Hey YouTube, mein Name ist Chris und it's your man Sharks. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, denn heute gibt's große Neuigkeiten zu Ford. Don't worry if you don't speak German, as you could see in the thumbnail, this video is gonna be in German and English. Just to make things clear about the different languages, I'll let you know everything important at the start. Bevor ihr alles erfahrt, was es Neues zu Ford gibt, lasse ich nur schnell meine englischen Zuschauer wissen, wie ich meine Videos sprachentechnisch aufbaue. Für euch erkläre ich das auch nochmal zum Schluss. As you might have noticed, I uploaded my recent videos in German and English. From now on, I always indicate which language will be spoken in the video with the thumbnail. There's a video series covering all different Paragon-like games and most asked questions on this channel, which I upload in both languages. The uploads may differ a bit sometimes, but after I uploaded a new video in the first language, the other one should be uploaded latest one day later. Therefore, I made a separate playlist for each language, so you can find all recent videos about Paragon 2 in your language. Updated videos like this one will not be uploaded in both languages though. However, despite in which language the video will be, you'll always find a translated summary of all you need to know in the video description. The rest of this video will be in German from now on, so check the description for all important news about Patch 3.0. Das neueste Update sofort ist Patch 3.0. In diesem wurden die Fogboards und das HUD überarbeitet, Stil ins Spiel hinzugefügt und Tests für einen Kinomodus gestartet. Dass es schon mal um einiges besser aussieht, ist auf jeden Fall klar. Wie sich die Updates auswirken und wie Steel's Kit aussieht, erfahrt ihr jetzt. Bleibt dran! Was sofort auffällt, wenn man sich das neue Videomaterial sofort ansieht, ist das neue HUD. Was vorher so aussah, als wurde es mit Paint bearbeitet und eingefügt, sieht jetzt schon fast richtig professionell aus. Unten links werden dir deine Helden-Stats angezeigt, also dein Level sowie dein Gold. Ganz unten siehst du deine Kills, Tode, Assists sowie Minion-Kills. Darüber haben wir die zwei verschiedenen Fraktionen oder Affinitäten, die du am Anfang des Spiels wählst und wie viel du jeweils in sie schon reingepackt hast. Darüber, da wo das Ford-Logo mit dem Plus ist, sieht man seine neue Gunst, die man noch nicht investiert hat. Das Gunst- und Heldentatensystem von Ford habe ich auch in meinem letzten Video genauer erklärt. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, rate ich euch auf jeden Fall, das noch abzuchecken. Dort erfahrt ihr nicht nur alles zum Gunst- und Itemsystem, sondern auch alles andere sofort bis zu Patch 3.0, sowie wann das Spiel Free-to-Play werden soll. Wenn man sich die Lebens- und Mana-Anzeige ansieht, sieht die jetzt schon etwas besser aus als vorher, es ist nicht mehr eintönig eine Farbe und sie haben jetzt so eine Art Raster eingefügt, um noch ein bisschen besser einschätzen zu können, wie viel Leben man noch hat, aber von der Farbe her und an sich hat es sich nicht wirklich groß verändert, also fällt mir zumindest jetzt nicht so auf, vielleicht ist es nicht mehr ganz so grell, also das wird sich auch noch ändern, das alles, was ihr gerade seht, soll sich auch noch ändern, aber es ist auf jeden Fall schon ein richtig guter Fortschritt. Ganz oben seht ihr auch eine neue Leiste, wo die vergangene Zeit des Spiels angezeigt wird, sowie die Scores und die einzelnen Helden der verschiedenen Teams. Das sieht jetzt auch schon um einiges besser aus, nicht mehr so zusammengeknirscht, wie es davor war. Mana und Leben sowie Heldenlevel sind dort auch angezeigt. Auf der rechten Seite haben wir die Minimap, welche sich auch etwas verändert hat, denn nun wird die Position des eigenen Spielers nicht mehr mit so einem gelben Kasten angezeigt, sondern sogar mit einem gelben Kreis. Wow! Kein Spaß beiseite, ist es wirklich cool, denn jetzt sieht man auch mit einem Pfeil, in welche Richtung man gerade schaut und auf der Karte geht. Die Fogboards sind euch sicherlich auch schon aufgefallen, das waren ja vorher einfach nur solche ledernen Texturen, wo man überhaupt nicht durchsehen konnte. Und jetzt kann man sogar schon halb durchlässig durchsehen. Sie sind jetzt zwar eher in einem blaueren Ton und bei manchen sieht man auch das Ford-Logo. Da wissen sie noch nicht ganz genau, ob sie das Logo drinnen behalten wollen oder nicht. Hat vielleicht an ein paar Stellen ein bisschen was, manche haben das ja auch nicht. Mal sehen. Unentdeckte Helden kann man auf jeden Fall auf der anderen Seite der Fogboard nicht erkennen, nur das Gelände eben so, wie man es auch aus Paragon kannte. Da die Fogboards ja vorher eine undurchsichtige Textur waren, konnte man ja auch so lange nicht sehen, bis man komplett durchgelaufen ist mit der Kamera, obwohl der eigentliche Spielecharakter schon längst durchgelaufen ist. Aber Strange Manor Studios hat es sogar so geändert, dass zum Beispiel die Leisten von Minions bereits dann angezeigt werden, wenn das Charaktermodell durchgelaufen ist. Also wenn du siehst, dass dein Held durch die Fogboard durch ist, dann wird dir das schon angezeigt, obwohl die Kamera vielleicht noch auf der anderen Seite ist. Steel's Kit, ja, das ist auf jeden Fall besonders. Da haben sie auf jeden Fall richtig Bock gehabt, die Entwickler. Denn Steel hatte ja schon bereits in Paragon ein paar Reworks. Ich würde sagen, er hat so ziemlich das Beste aus Legacy und Monolith bekommen. Denn er hat seinen Dash wieder, mit dem er Leute aus dem Weg schubsen kann. Und zusätzlich auch noch den Stun mit seinem Schild. Seine E hat auch nochmal beides bekommen. Er hat wieder den Schild, den er halten kann. Aber er hat zwei Möglichkeiten. Entweder hält er den Schild in der Hand und kann damit halt rumlaufen und Projektile abblocken. Oder er wirft ihn auf den Boden, um halt wieder diese Riesenbarriere zu erschaffen. Die blockt auch gegnerische Projektile ab. Im Moment noch keine von Minions, aber daran werden sie noch arbeiten. Und sie slowt Gegner. Also mit allen seinen normalen Fähigkeiten hat er Crowd Control, so wie mit seiner Ultimate. Die ist auch wieder ganz normal, so wie früher. Er springt mit seinem Schild auf Gegner und schmeißt diese hoch. Und wenn sie wieder aufkommen, sind sie noch kurz gestunt. Die Ultimate muss meiner Meinung nach ein bisschen überarbeitet werden. Ich bin der Meinung, dass er hier ziemlich weit springen kann. Ich glaube, soweit konnte er das nicht im Paragon. Und der Stun geht auch viel zu lange. Nachdem die Gegner hochgeworfen sind, sind dann ja nochmal für eine gewisse Zeit gestunt. Ich glaube, das war insgesamt in Paragon so bei
2 Sekunden und hier wirkt es auf jeden Fall länger. Also im Moment ist Steel auf jeden Fall richtig OP. Alle seine Fähigkeiten haben Crowd Control, also muss er im Gegenzug eigentlich viel weniger Damage dealen als im Paragon, weil sonst wäre es einfach zu unfair. Er wäre sonst ein richtig guter Jungler, wenn er immer noch so viel Schaden machen würde wie vorher. Man konnte ja auch früher Attack Damage Steel bilden, aber mit so viel Crowd Control sollte er auf jeden Fall eine richtige Supporter-Rolle kriegen und so gut wie keinen Damage dealen. Was haltet ihr denn von seinem Kit? Findet ihr das auch zu OP und hättet ihn lieber als puren Monolith oder Legacy Steel? Oder findet ihr es ganz cool so oder seid der Meinung, dass er mehr Damage dealen sollte? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Worauf ich mich richtig freue, ist der neue Kinomodus, der in den nächsten Patches auch schon hinzugefügt werden soll. Das heißt, Match Replays sind wieder möglich und ich kann wieder richtig geile Cinematics bearbeiten. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall hier auf diesem Kanal freuen. Zu den verschiedenen Sprachen, ich habe ja vorhin schon ein Video zu Fort erwähnt. Das gehört meiner neuen Videoserie Paragon 2 alle wichtigen Fakten an und diese lade ich auf Deutsch und auf Englisch hoch. Dafür gibt es 2 verschiedene Playlists, einmal Paragon 2 Deutsch und einmal Paragon 2 Englisch. Diese Videos werden immer ungefähr zeitgleich hochgeladen. Die Upload-Unterschiede können sich um ein paar Stunden handeln und allerhöchstens um einen Tag. Ansonsten werde ich Infovideos wie dieses hier nicht immer in beiden Sprachen hochladen, aber egal in welcher Sprache ich sie hochlade, könnt ihr auf jeden Fall eine übersetzende Zusammenfassung in der Videobeschreibung finden. Ob ich im Video Englisch oder Deutsch spreche, könnt ihr aber immer im Thumbnail erkennen. Ansonsten gibt es auf diesem Kanal ja auch noch Videos ohne Sprache, wie zum Beispiel die neue Fort What the Fuck Moments Serie und natürlich filmische Edits. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Ich bin raus, also so wie immer, danke fürs Einschalten und habt noch einen wundervollen Tag.